Moin und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute reagieren wir auf US an und das erste Video, was wäre, wenn wir Menschen genetisch verändern würde. Hallo Arnold, das ist aber ein schönes, großes Gemüse. Hey, im Supermarkt isst man nichts. Dieses Gemüse gilt als GVO, als gentechnisch veränderter Organismus. Diese Tomate enthält ein Seidenraupengen. Und die übliche Gurke hat aus genetischer Sicht 40% Ähnlichkeit mit einem Menschen. Aber keine Angst, GVO ist nichts Schlimmes. Und ich weiß genau, wie ich es dir beweisen kann. Wir verändern einfach dich, Arnold. Es ist zwar illegal, solche Experimente an Menschen durchzuführen. Was steht denn auf GMO-Schilder? Feed Limit. Aber 2018 wurden in China zwei gentechnisch veränderte Babys geboren. Sie wurden so programmiert, dass sie immun gegen HIV sind. Hier sind wir in einem streng geheimen Labor des Pentagons. Dort werden hauptsächlich GVO-Soldaten hergestellt. CRISPR-Cas9 ist eine neue Technologie, mit der die DNA eines Organismus in die DNA eines anderen eingepflanzt werden kann. Einem normalen Fisch wurden die Gene einer biolumineszenten Qualle eingepflanzt. Nun haben wir einen Leuchtefisch. Gemüse wurde so verändert, dass es länger haltbar ist und besser schmeckt. Aber was ist mit dir, Arnold? Willst du größer werden? Wir können dir das Michael Jordan-Gen einpflanzen. Und wir entfernen das Schwitze-Gen aus dir, damit du nicht mehr so stinkst. Und das ist Arnold 2.0. Ein neues Leben hat begonnen. Ohne Schweiß werden sich die Leute endlich neben dich in den Bus setzen. Und die Oma deines Nachbarn wird aufhören, dich eine kleine rothaarige Pussy zu nennen. Sie wird dich jetzt einfach nur noch rothaarige Pussy nennen. Ja, die gehen. Ah, da hat's gerade nur das kleine Pferd. Technik ist noch nicht perfekt, aber sie ist die Zukunft. Designer-GVO-Babys werden bald kommen. Und es wird möglich sein, das Grausamkeitsgen von Kriminellen zu entfernen. Das Schlau. Ist eine neue Stufe der Evolution. Träum sie. Das wird Verbrechen sein, voll schlau. Weniger Verbrecher, weniger Gefängnisse. Süß, Arnold 2.0. Hey, was ist hier los? Arnold, hast du alle Spritzen aus dem Labor gestohlen? Lass die verrückt aus. Was? Willst du dir das Erdbeergen spritzen, um gut zu riechen? Und ein Corgi-Gen für einen perfekten Hintern? Tu das nicht, Arnold, hör auf! Oh, ihr Götter, was habt ihr getan? Ich hatte Unrecht. Gentechnik ist nicht nur für den Organismus gefährlich, sondern für die gesamte Stadt. Papa. Okay. Was gibt es noch? Ah, Bier. Das ist doch interessant. Langweilig. Das ist Pech. Verdammt nochmal, du warst der Kick. Ja. Ich hab's mir schon mal angeschaut. Arnold, sieht aus, als hätte jemand letzte Nacht Spaß gehabt. Und irgendetwas sagt mir, dass dein Gehirn... Sieht mir aus, als ob der gar keine Lust auf Schule hat. ...wahrscheinlich genauso durcheinander ist wie dieses Zimmer. Du erinnerst dich wahrscheinlich an gar nichts mehr, oder? Bist du letzte Nacht endlich ein richtiger Mann geworden? Glückwunsch, Arnold. Das ist dein erster Kater. Und das sind die unangenehmen Folgen deiner neuen Bekanntschaft. Arnold, wie wäre es mit einem Prost auf deinen neuen Freund? Ich verstehe natürlich. Was sein muss, muss sein. Oh, Arnold, wolltest du wirklich eine lebenslange Erinnerung an dieses Ereignis schaffen?
Sieh es doch mal so. Dann hast du wenigstens etwas, wovon du deinen Freunden später erzählen kannst. Wie du siehst, schaden die Folgen eines Katers nicht nur deiner Gesundheit, sondern auch deinem Bankkonto. Oh, du warst gestern Abend an Großzügigkeit ja nichts über... Der wird hier noch pleite. Da, mal. Verbieten, Arnold. Verdammt nochmal, du warst der King der Party. Und wo ist dein Zahn jetzt? Klingt da was? Nichts? Nein? Arnold, okay, das konntest du nicht wissen. Aber zu viel trinken führt zu aggressivem Verhalten. Und dafür hast du sicherlich einen Preis bezahlt. Oh, du hast eine Lösung gefunden. Zeit, Aspirin zu nehmen. Oh, warte, nein, du hast vergessen, deinen Erste-Hilfe-Kasten aufzufüllen. Aber wirklich, Arnold, all diese Probleme sind nur in deinem Kopf. Mineralwasser ist ein wahres Wunderwerk. Du bist dehydriert. Du musst nur das fehlende Wasser in deinem Körper wieder auffüllen. Was ist mit dem Jacuzzi? Ich verstehe total, wenn du nach der letzten Nacht mit dem Trinken aufhören willst, aber so? Du hättest nicht gedacht, dass es so einfach ist, deinem Kater zu entkommen, oder? Jemand soll Spielberg anrufen? Wir haben einen Plan für einen neuen weißen Hai. Was ist los, Arnold? In Badewanne ist es ganz normal, dass Haie auf einmal auftauchen. Ganz normal. Rufst du einen Krankenwagen? Ah, du hast beschlossen, deine Kräfte mit leckerer Pizza aufzuladen. Aber du hast eine Sache vergessen. Alkoholgeruch. Das sind die Zerfallsprodukte von Ethanol, die im Körper entstehen, nachdem die Leber die Verarbeitung übernommen hat. Eines davon, Essigsäure, hat einen besonders üblen Geruch. Hey Arnold, bist du sicher, dass du nach dem Essen noch schlafen willst? Leider kannst du den Schlaf vergessen. Die Funktionen des Kleinhirns sind nach dem Alkoholkonsum beeinträchtigt. Sobald du deine Augen schließt, verfügt das Kleinhirn nicht mehr über genügend Daten zur Orientierung im Raum und beginnt kaputte Daten an die Großhirnrinde zu übermitteln. Sag Hallo zu Bettgespinsten. Armer Arnold, och, es ist so schade, dich so zu sehen. Lass mich dir einen Rat geben. Im Moment wird dich eine Tasse heißer Tee retten. Wickle dich in eine warme Decke und schlafe so fest ein, dass dich kein Prinz mit seinem Kuss aufwecken kann. Arnold, ich habe dir doch gesagt, dass... Dass mit der schlafenden Prinzessengeschichte Märchen komplett zerstören würde. Dass es helfen wird. Also, ich gratuliere dir zu deinem zweiten Geburtstag. Vergiss nicht, Arnold, hinter der Maske mancher Freude verbergen sich böse Dinge. Arnold, komm schon. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bis zum nächsten Mal, Arnie. Und dann hast du hoffentlich wieder einen klaren Kopf. Oh, der hat wirklich etwas übertrieben. Weil ich nicht so weiß, ob das so toll ist. Halt wirklich. Das ist ja das Nächste. Hallo Arnold, ein weiterer einsamer Abend für dich vor dem Fernseher. Also, was haben wir hier? Elon Musk hat eine neue Rakete in den Weltraum geschossen und der Weltraum hat ein Meteor zurück auf Elon Musk geschossen. Arnold, entspann dich. Du weißt nicht dein... Okay, Elon Musk, Rakete, Weltraum, Meteor auf Elon Musk. Was? Mal, was ein Meteor ist? Ein Meteor ist ein großer Himmelskörper von kosmischem Ursprung. Seine Masse reicht von ein paar Gramm bis zu Tausenden von Tonnen. Und hab keine Angst. Es gibt nur einen einzigen Fall in der Geschichte, in dem ein Meteoriteneinschlag einen Menschen getroffen hat. Und zwar 1954. Und selbst da hat er nur jemanden in sein Bein getroffen. Oh, es scheint, es würde sich jemand freiwillig melden, um den... Ah, das war Pech für ihn. ...den Planeten... ...dass er vom einen Meteor ins Bein getroffen. Das war etwas Pech. ...zu retten und er platzt geradezu vor Begeisterung. Es sieht so aus, als ob diese Episode die kürzeste aller Zeiten sein wird und ein Happy End hat. Oh, nein, vergiss es. Wie immer, wie immer... Es sieht so aus, als würde unser Planet bald zerstört werden. Oder vielleicht gibt es einen anderen Retter. Könnte es Arnold sein? Ausgezeichnet! Wir werden ein Outfit für dich aussuchen. Also das hier ist nein. Definitiv nicht das. Oho, nee, bitte! Jetzt dieses? Das ist es! Obwohl... Was wäre da beim... Ja, so ein Tschernobyl-Anzug. Wäre schon interessant. Oder beim Bundeswehr. Obwohl
Wir könnten einfach kopieren, was das Projekt DART von SpaceX gemacht hat. Es ist geplant, dass im Jahr 2022 ein 500 Kilogramm schweres Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde in einen Asteroiden namens Didymos einschlagen wird. Der Autopilot ist noch nicht installiert. Also wirst du manuell fliegen müssen und ein Held werden. Etwas langsam gewesen. Oh, wow, du hast überlebt. Ziemlich genau wie alle anderen niederen Lebensformen wie Mikroben. Aber jetzt gibt es ein kleines Problem mit dem Wasser. Nachdem ein Meteor mit einem Durchmesser von 100 Kilometern auf die Erde einschlug, zerstörte die Schockwelle fast alles Leben in einem Radius von 100.000 Quadratkilometern. Es gab eine riesige Freisetzung von Schwefel. Und Staub und Asche von all der Zerstörung stiegen in die obere Atmosphäre auf und versperrten den Zugang zu den Sonnenstrahlen. Du musst hungrig sein. Es ist gut, dass du deine Weltraumnahrung in der Rakete aufbewahrt hast. Es gab kein Essen? Das ist ja schrecklich. Denn auf der Erde gibt es nun auch keine Nahrung mehr. Es ist gut, dass du einen Raumanzug trägst, denn draußen sind es minus 50 Grad. Und du willst hier nicht sehr lange sein. Pass auf! Ich habe vergessen hinzuzufügen, dass Kakerlaken überlebt haben. Und die sind nun ein kleines bisschen mutiert. Du rennst besser in die Unendlichkeit und darüber hinaus. Arnold, wie zum Teufel konnte... Der Arme. Hab schon abonniert. Ja, und das wär's auch mit Video. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Tschüss.